Herzlich willkommen hier zum zweiten Teil des Race of Champions, des All-Star Racing Race of Champions, powered by SimRacing.org und SimRace TV. Und wir haben eine ganz, ganz tolle erste Runde gesehen, mit die jetzt doch schon fast 3 Stunden ging. Und jetzt geht es weiter. Wir haben jetzt umgeschaltet in in das Warm-up. Wir sind hier wieder mit dem Skoda Fabia, mit dem wir eben aufgehört haben, auf der Strecke und fahren jetzt die Runde der letzten 16. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz coole Nummer wird. So, jetzt aber. So, und die erste Paarung steht fest. Sebastian Röhn gegen Jörg Vogel. So sieht das hier momentan aus. Da sind sie alle beide. Entschuldigung. So. Und die große Änderung, es werden jetzt 4 Runden gefahren. Also, wieso haben die beide gelbe Autos? Was ist das denn? Ganz schlecht, ganz schlecht. Aber gut, macht nichts. So, Ampeln sind an. Und in diesem Augenblick geht es los. Auf in die Runde der letzten 16. So, beide super gut weggekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wer ist jetzt hier innen? Sebastian Röhn ist innen. Jörg Vogel auf der Außenbahn. Natürlich jetzt erstmal in Front. Die Außenbahn ist schneller. Das mag ich jetzt fast nicht glauben, dass der so viel Rückstand hat. Nee, so viel Rückstand ist das nicht. So, gucken wir mal. Da kommt er über Start und Ziel. Oh doch, oh doch. Ho, 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 ho. 1,6 Sekunden. So, jetzt wollen wir mal gucken, was der Sebastian jetzt hier reisen kann. Der wird jetzt zwar auf 1 geführt, das muss aber nicht mehr unbedingt stimmen. Ich habe so den Eindruck, dass immer der auf der Außenbahn fährt, hier als 1 gezählt werden. Und nein, die sind ganz dicht beieinander. Das wird auch ein Herzschlagfinale. Röhm jetzt hier volles Risiko. Und kann ich nicht sagen. Sebastian Röhm fährt zwar die schnellste Rennrunde. Vogel ist vorne. 60.000stel ist immer noch nicht das knappste. Wir hatten vorhin 58.000stel. Aber jetzt 60.000stel gewinnt Jörg Vogel vor Sebastian Röhn. Na, das macht ja Spaß hier. Aber wieso? Was ist denn jetzt? Oh, da hat einer Escape gedrückt. Da hat einer, glaube ich, nicht geschnallt, dass wir 4 Runden fahren, mein lieber Sebastian. Ich hätte es jetzt auch nicht geschnallt, einfach weil du hier... Nein, nein, wir fahren jetzt 4 Runden. Ach du meine, das möchte ich nicht hören, was da oben im Teamspeak gerade abgeht. Sebastian Röhm hat nach... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, der freut sich natürlich. Herzlichen Glückwunsch an Jörg Vogel. Ja. Das ist natürlich bitter. Ja, Sebastian, wenn du magst, komm mal zu mir. So, ich zieh dich mal zwar einfach da raus, Sebastian. Bist du da? Ja, ich bin da. Erzähl. Hast du nicht gut gekriegt? Ich sag vorhin noch zum Stefan, ja, wir fahren ja 4 Runden und jetzt noch 2 Runden einfach aufgehört. Ich dachte, 2 Runden und ist fertig. Oh, wie bitter, wie bitter. Ich meine, ihr wart 60.000stel auseinander. Also, ja, jetzt die nächste Paarung, Sven Müller und André Stemmler. Ja, Mensch, Sebastian, das tut mir jetzt echt leid, weil, ja, also du wärst schon einer gewesen, der hätte mit ganz nach vorne gekommen, ne? Ja. Ja gut, aber du nimmst es mit Humor. Ja, weil ich meine, ich habe ohnehin nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft. Also ich habe eigentlich gedacht, dass dadurch, dass ich keine Kupplung habe, also kein Kupplungspedal, dass ich da schon einen Nachteil hast, ja. Nachteil habe. Vielleicht wenn ich das Glück hatte mit den Gruppen, dass teilweise dann doch die schnelleren Fahrer nicht bei mir drin waren, wo ich auch nicht die Leistung der anderen erschmälern möchte, die bei mir waren. Also, ja, genau.
So ist es ja nicht, aber ich meine, es ist ja natürlich ärgerlich, wenn man mit einer weißen Weste so einen Blödsinn macht, ja. Ja gut, aber das und dann sowas macht, ja. Kann passieren. So, André Stemmler führt jetzt hier knapp vor Sven Müller, aber Sven Müller ist jetzt auf der Außenbahn und die beiden trennen nur eine knappe halbe Sekunde. Also das kann nochmal ganz, ganz eng werden, ähnlich eng wie bei euch eben. So, jetzt bleibt Müller hier so ein bisschen hängen am Körb. Ist natürlich jetzt erstmal vorne, klar. Führt hier ziemlich deutlich. So, jetzt wollen wir hoffen, dass hier nicht noch einer Escape drückt. Nee. So, Müller jetzt wieder auf der Außenbahn. Und jetzt gehen wir zu Stemmler, der jetzt führt. Wieder, also irgendwie wird die Außenbahn immer auf Platz 1 angezeigt, auch wenn die Abstände gar nicht so sind. Ja, Sebastian, ich weiß es nicht, bist du noch da? Ja. Okay, also ist immer wenig Zeit hier, um sich direkt zu unterhalten. So, und jetzt ist... Oh, Müller ist immer noch vorne. Müller ist immer noch vorne und hat jetzt nochmal die Außenbahn. Und der hat deutlich Vorsprung, wenn das hier stimmt. 1,3 Sekunden. Oh, 1,4 fast. 1,398. Jetzt sind 2. Wow. Ja, das sieht auch ganz genau aus. Ben Müller gewinnt hier vor André Stemmler und ich glaube, der ärgert sich jetzt auch ein bisschen. Genau. Ja, Mensch, Sebastian. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, bist du jetzt nochmal dran oder? Nee, das. Das war jetzt K.O., ne? Das ist jetzt K.O.-System. Genau. Ja, ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ja. Ja. Ach Mensch, ja, ist echt schade. Das war ja wirklich blöd, weil du hattest echt auch eine Chance zu gewinnen. Definitiv. Naja, gut. Das ist jetzt, ja. Eigene Dummheit, jetzt gibt es ein Bier und den Livestream. Genau. So, jetzt haben wir Dominik Hesse gegen Robin Frischkopf. Müsste mal der Robin jetzt noch auf die Strecke, da ist er. So, jetzt wird's echt spannend, weil der, jetzt weiß ich echt nicht, wem ich hier einen Zuschlag geben soll vorab. Aber kann man hier bei den beiden wirklich nicht sagen. Robin kenne ich halt als Fahrer, aber auch den Dominik kenne ich recht gut. Beides eigentlich. Fahrer. Na, wir mal schauen. Und ab geht's. Oh, da hat einer geschlafen, würde ich meinen. Ich glaube, der Robin ist wieder deutlich besser weggekommen. Ja, der macht hier super Starts. So, und wir sind bei Dominik Hesse. Runden jetzt. Mal über den Livestream geguckt. Sebastian. Ja, ich hab gesagt, ich sag's ja vorher, was zu stellen. Jetzt fahren wir 4 Runden. Ja. So, die sind jetzt hier ziemlich gleich auf über Start und Ziel gekommen. Allerdings jetzt Hesse natürlich mit dem Vorteil der Außenbahn. Ich glaube, der Robin hat. Er hat ja vorhin auch gesagt, mit dem Skoda, das findet er gar nicht witzig. Das ist nicht sein Auto. Nee, das macht da nicht wirklich Spaß. Also das Auto ist ganz merkwürdig. Ist auch nur am Durchdrehen. Bisschen merkwürdig. Ja. So, aber der Dominik kommt damit scheinbar super gut klar, weil der hat jetzt hier einen deutlichen Vorsprung. Hat jetzt aber 2,2 Sekunden Vorsprung. Hat aber jetzt die Außenbahn. Die Innenbahn. Das heißt, Robin hat jetzt die Außenbahn. Ja. Ja, das ist klares Ding hier für Dominik Hesse. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der Robin hier jetzt raus. Ich glaube, der ärgert sich jetzt auch so ein bisschen, dass er natürlich hier jetzt mit dem Skoda den ersten Lauf fahren musste, weil er hat alle anderen Rennen hat er gewonnen mit den anderen Autos. Und in der Vorrunde. Ja, das ist natürlich bitter. Moment, wieso steht denn jetzt hier 1 von 4?
Ach, die haben noch eine Runde. Was erzähle ich denn hier für ein dummes Zeug? Das ist mir auch passiert. Aber ich glaube, da reißt die Maus keinen Faden mehr ab. Dominik Hesse gewinnt hier. Und zwar ziemlich deutlich vor dem Robin. So, und wir sind jetzt schon wieder im Warm-up. Gucken, ob der Robin dann mal eben runterkommt. Gut, ich verabschiede mich da erstmal. Alles klar, Sebastian. Und vielen Dank. Ja. Nichts zu danken. Also ja, doch, also dass du dabei warst, das freut mich schon. Ja. Dem Dank gebührt dir und vor allen Dingen halt auch dem Stefan. Also ja, der Stefan. Ich mache hier nur Livestream. Also ich habe hier nichts anderes zu tun. Alles klar. Okay. So, okay. So, dann haben wir jetzt... Ist einmal der Sebastian Rönn raus und der Robin Frischkopf. So, und wir haben die nächste Paarung. Stefan Karnitz gegen Thomas Wackerbauer. Mal gucken, wann die ersten hier... Hä? Was ist jetzt los hier? Da fährt irgendeiner. Oh, der Yannick... Was habe ich denn jetzt hier verpasst? Ah, okay, dummes Zeug, was ich erzählt habe. Also Yannick fährt hier gegen seinen Bruder. Oh Mann, das haben wir jetzt aber gerade noch so die Kurve gekriegt hier, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Yannick, also der, sein Bruder war ja vorhin hier, also Lukas. Der Lukas war ja vorhin da und hat gesagt, sein Bruder ist klar der Schnellere von den beiden. Also das zeichnet sich jetzt hier auch ab. Auch wenn der Lukas jetzt hier führt. Aber das ist erst die halbe Miete. Und die sind ziemlich dicht auf, ziemlich dicht beieinander. Und der Lukas hat aber jetzt die Außenbahn, hat die aber nachher in der finalen Runde, ist er auf der Innenbahn. Das werden wir sehen. Also beide haben hier einen super Job gemacht. Und beide in die in die Runde der letzten 16 gekommen, das Achtelfinale. Also großartige Geschichte. So, das war jetzt erstmal die Aktion und ich würde jetzt schon ein bisschen staunen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, der Yannick ist jetzt vorne, genau. Der Lukas, nee, Yannick ist auf 2, ist aber links jetzt hier auf der Innenbahn. Jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken, wie das hier ausgeht jetzt mit den beiden. Also ich kann es hier momentan nicht sagen. Oh ja, ganz, ganz knappe Kiste, Yannick. Kurz, also ein wenig vor seinem Bruder und gewinnt das Ding. Herzlichen Glückwunsch. Yannick Bock gewinnt vor seinem Bruder Lukas diesen Lauf. Das ist ja mal eine Ansage hier. So. Jetzt warten wir auf die zweite Paarung. Da ist jemand bei mir, habe ich den Eindruck? Ja. Ja. Zwei. Zwei gleich. Mensch, ich vermute mal die Gebrüder Bock. Jo. Ja. Ja, sehr schön. So, was sagt er, Lu? Also, erstmal Glückwunsch an den Yannick. Das war jetzt eine heiße Kiste. Also ich meine, der Lukas hat vorhin gesagt, du bist der klar Schnellere. Das sah aber hier streckenweise anders aus. Ja, das lag am Out. Also ich sag jetzt mal, das lag am Out, weil ich glaube, ja. Das ist so, wir haben jetzt hier erstmal die. Ich mach gleich weiter. Danny Schubert gegen Christian Simunic. Also das müssen wir uns jetzt hier rantun. Danny Schubert auch. Oh, und der kommt hier schlecht weg. Simunic deutlich besser weggekommen. So, jetzt kann man ja wirklich bei den vier Runden jetzt nicht mehr so hundertprozentig sagen, ich starte lieber zuerst außen oder zuerst innen. Und die Autos sind natürlich jetzt auch schwierig hier im Achtelfinale, aber wahrscheinlich auch die beste Wahl fürs Achtelfinale. Der Sebastian Röhn hat es gerade schmerzlich erfahren. Und der Robin Frischkopf fahrerisch schmerzlich. Und die sind beide hier gleich
auf fast. Oh, die sind ziemlich gleich auf. Aber Simonic jetzt auf der Außenbahn. Ja, Lukas, Lukas, du bist jetzt draußen. Traurig oder hat es einfach so viel Spaß gemacht, dass es jetzt eigentlich Banane ist? Also ja, es war ja generell eh nur zum Spaß. Ist natürlich immer schade, wenn man rausfliegt jetzt im Achtelfinale, aber... Du springst jetzt nicht aus dem Fenster deswegen. Nee, nee. Also ja. Ich weiß echt, sonst wäre ich im Viertelfinale rausgeflogen, weil da geht einfach mir an fahrerischer Klasse. Ja. Also, genau, aber jetzt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt bin ich etwas verwirrt hier. Danny Schubert ist raus. Danny Schubert ist raus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Munich fährt hier schon mit Licht. Der hatte einen Aufhängungsschaden. Ah, hat das Auto geschrottet. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich hatte, war mit der Kamera bei Simunic. Ja, sehr schade, weil der Danny hier wirklich eine gute Leistung gefahren hat in der Vorrunde. Und so, jetzt haben wir die letzte Runde hier. Auch wieder da. Ja, der Dominik. Ja, das ist ja mal hier eine Ansage. Ja, Dominik, du bist weiter, ne? Ja. Viertelfinale, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Ich habe nur das gerechnet, dass ich ins Achtelfinale komme. Ja, nun. Das auch noch gegen Robin, dass ich da noch gewinne gerade eben. Ah, ja. Dominik gegen Jan, glaube ich, oder? Ja. Ja. Ja, viel Spaß euch beiden. Also nochmal, der André schreibt jetzt gerade, ihr könnt jederzeit, so der Christian freut sich natürlich, weil der ist jetzt im Viertelfinale und jetzt stürzt hier mein R-Faktor ab. Oh. Ja, so, dann. Gut, dass das hier hin und wieder passiert, vor allem wenn du permanent drauf bist, die anderen gehen ja immer mal raus und runter, das ist völlig normal. Also, dass das überhaupt so lange hält, ist erstaunlich für einen R-Faktor. Und, ja. So, sind die jetzt schon alle durch jetzt in dem ersten Sektor? Hey, jetzt kommt Thomas Wackerbauer gegen Michael Herrmann. Ja, ich hoffe mal, der Stefan wartet so lange, bis ich hier wieder drauf bin. Ja, bis hätte er dann im Muschel. Ertreten, ja, ich bin gerade dabei. So. Geht alles nicht ganz so zügig, als wenn man das direkt lokal macht. So. Und jetzt. Joinen wir. Irgendwo, irgendwie macht mein Handy hier irgendwelche Sachen. So, jetzt können wir weitermachen. Jupp. Yep. So, dann schalten wir mal wieder ins, ja, so, live. Thomas Wackerbauer gegen Michael Herrmann. Halleluja. So, das wird jetzt nochmal eine heiße Kiste, ganz genau. So, sie stehen, müssten da sein. Oh nein, wir haben wieder einen Fehler. Was für ein Fehler? Michael Herrmann steht in der Box. Ja, der kann doch noch joinen. Der ja, kann doch noch auf Fahren klicken. Er hat auf Fahren gedrückt, aber steht in der Box, müsste von da aus starten. Okay. Ja, das stimmt hier mal sehr nicht. Ja gut, das kann natürlich mit dem Dings zu tun haben. Ja, jetzt geht's auch los, also das muss er abbrechen, glaube ich. Ja. Wackerbauer fährt los, weil ja, ich kann jetzt nur. Ja, Wackerbauer hält an, also ich denke mal, da kommt eine Ansage gerade, dass ja. Man das jetzt hier neu macht. Ich frag mal nach. Ja, wieder mal perfekt. Ja, hallo André. Ja, ach ja. Mensch, ja, jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit zu quatschen. Du hast ja jetzt hier eine ziemlich geile Leistung abgeliefert. Und ja, finde ich schon. Also ich meine, du hast, glaube alle Rennen gewonnen in der Vorrunde, ne? Nee, nicht ganz. Ich habe gegen den Yannick Bock verloren. Und ja, dann waren die ersten drei alle punktgleich. Und dann wurde gelost und ich habe das Pech gehabt, dass ich auf den dritten Platz gelost wurde und sogar den stärksten Gegner hatte. Ah, ja, und auch noch, dann wurde das Auto gelost, war noch der Fabia, den ich jetzt nicht mag. Also, ja, den mögen ja alle nicht, also das ist ja kein Nachteil. Also ich glaube, Dominik ist ja der Einzige, der den irgendwie mag, weil... Bingo! Ich war ja auch mehr Blamage, was ich dann da abgezogen habe. Ich glaube, irgendwie 4 oder 5 Sekunden Rückstand, aber Achtelfinale ist ja immerhin schon mal gut. Und ja. Hat ja Spaß gemacht, das ist die Hauptsache, wie eigentlich alle sagen das.
Ja, Und das hat er auf jeden Fall gemacht. ja, das war der Sinn der Übung, aber ich bin halt, wie gesagt, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was einem daran Spaß machen kann, weil ich da schon irgendwie, weiß ich nicht, da so mein Verständnisproblem hatte mit der ganzen Geschichte. Aber mittlerweile muss ich sagen, schade, dass wir das nicht schon eher mal gemacht haben. Super geile Idee gewesen von Allstar, von Karnitz, Schubert und Reiter. Ja, und jetzt haben wir hier viel Spaß. Wir haben auch neue Leute kennengelernt. André, du bist, glaube ich, bei uns auch noch nicht gefahren, ne? In simracing.org.de, so ein Nee. 24-Stunden-Rennen mitgefahren oder so, ne? Die beiden Boxen auch nicht. Ja, Ja, genau, aber das. das ändert sich vielleicht bald. Ja, mal Ja. schauen. Also, wir haben Geheime was. Andeutung. Wir, ja, ja, wir haben was Tolles vor dieses Jahr, aber das wird alles ein bisschen anders. Und werden wir mal gucken. Werden wir mal gucken, was uns einfällt. Und ich freue mich halt, wie gesagt, sehr, dass wir hier so ein geiles Event erleben. Macht totalen Spaß, also auch mit den Leuten. Ich bin auch wirklich sehr, sehr erfreut, dass die Leute, die jetzt hier dazugekommen sind, dass die wirklich so cool drauf sind. Also man weiß es ja immer nicht, wenn man neue Leute kriegt oder neue Fahrer dazukommt, die man noch nicht kennt. Und super Sache. Selbst der kleine Oliver mit seinen 12 Jahren, Ja. vielleicht ein bisschen anstrengend im Channel, aber ja, trotzdem. Ich meine, er war nicht böse oder irgend sowas. So, wir sind jetzt wieder da und wir haben die neue Paarung hier. Wäre schön, wenn ich das jetzt mal auch angezeigt bekäme. Genau. So, und da kommen auch schon die Ampeln. Beide gut weggekommen. So, Wackerbauer in, Hermann außen. So, bleiben wir erstmal bei Wackerbauer. Kann man denn mit diesem Skoda Rallye Car hier so? Ja, man kann, sehe ich gerade, über die Curbs gehen. Das geht dann Ja. schon etwas eher als Jetzt. mit dem R8. Oh! Jupp, Ah, in das der Mitte. war Nicht schön. War gar nicht so nicht. optimal. Genau. So, und da ist jetzt auch Hermann auf der Innenbahn. Ja, gut, jetzt war dann schon auf 2 angezeigt, weil das ist dann durch diese Schleife hier. Da geht der andere natürlich für das Spiel vorbei, da werden nicht die Zeiten genommen. So, gucken wir mal. So, und jetzt kommen die beiden hier auf die Ziel und das sieht hier ganz knapp. Hat Zettel Ja, auseinander. richtig. So. Fahren Michael Hermann vorne. So, Wackerbauer wird jetzt erstmal wieder, nee, Hermann wird jetzt erstmal wieder als auf Position 1 geführt, weil natürlich auf der Außenbahn. Oh, und jetzt sind es noch, wenn das stimmt, 43.000 die beiden drin. Das wäre ein neuer Rekord, wenn die so übers Ziel fahren würden. 56 war bis jetzt der Rekord, 56.000. Dann hat man noch einmal 50.000, aber das war leider nur nach 2 Runden. Da hat dann der Sebastian gedacht, es ist anders zu Ende. Nee, das waren 66.000 und 60.000. Bei 50 waren wir nicht. 56.000 hatten wir vorhin, das eine Rennen. Oder Echt? 58, ja. Oh. Auch schon wieder oben. Ja. So, und Das jetzt ist wird noch hier eng. wieder ganz, 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 ganz eng. Ja. Oh nein! Micha Hermann! Also, Thomas Wackerbauer hat es hier echt in der Hand gehabt. Ah, wie bitter. Wir gucken, versuchen uns das nochmal anzugucken hier. Mauer. So, ja, gut, es schaltet um, schade. Aber macht jetzt nichts, ist jetzt kein Drama. Ja, und touchiert hier die Mauer. Ja, sehr, sehr, sehr schade. Das ist aber auch So. eine Eigenart an so einem Race of Champions, weil man natürlich immer genau sieht, wo der andere ist. Und der Ja. kommt dann da auf die Gerade und sieht genau, der ist neben mir, ich muss nur ein paar Genau, Zentimeter genau, weiterkommen. genau. Na, ist halt übertrieben. Ich kann mir das lebhaft vorstellen, ja. Dass man hier wirklich ganz, ganz schnell dazu neigt, etwas mehr als diese obligatorischen 110% zu geben. So, jetzt haben wir Stefan Karnes gegen Kevin Hirsch. So, das wird natürlich auch nochmal ein Leckerli. Oh ja. So, Karnitz da, Hirsch auch da, Karnitz müsste innen sein, genau, und Hirsch außen, Hirsch gelb, Karnitz rot. Also langsam kriege ich Halsweh. Oh. Und das Finale kommt jetzt noch.
kein Hit. Ich habe schon lange keine längeren Rennen mehr moderiert, deswegen ist es ein bisschen Gewohnheit. Ampeln sollten jetzt kommen. Da sind sie. So, und ab geht's. Oh, geil, jetzt hier ein super Start. Super Start, also das ist wirklich, ich weiß, dass er da irgendeinen Tricky hat mit seiner Kupplung da irgendwas veranstaltet. Und das sieht immer aus, als ob er mit dem Gummiband losgeschossen wird, aber jetzt stand er hier ein bisschen an der Mauer. Genau. So, und das ist einmal der Nachteil der Außenbahn, aber auch diese Mauer, die dem Patienten dazu. Berührung, die er hatte. Aber jetzt ist er auf der Außenbahn, kann das jetzt erstmal wieder kompensieren. Und die nächsten zwei Runden werden das ja nun fahrisch entscheiden. So, haben denn kein anderer mehr Fehler macht. Mal hier bei Kevin Hirsch. Jetzt ist Stefan vorne. Oh ja. Obwohl auf der Außenbahn, auf der Innenbahn. 1,6 Sekunden. Ja. Ja, und wieder in der Mauer hier. Ja, mit dem Fabian ist natürlich die kuppige Innenbahn noch ein bisschen schwieriger, weil der halt so viel Untersteuern hat. Ja. Und jetzt sieht das schon ganz anders aus. Jetzt sieht das nämlich ganz, als ist Kevin Hirsch vorne. Und oh, der... Der hat sich das Autoblatt gefahren. Um Gottes Willen. Ja, das ist natürlich ganz bitter. Kevin Hirsch fährt das Ding nach Hause. Also das waren wahrscheinlich diese zwei Mauerberührungen. Ja. Kevin Hirsch fährt das Ding nach Hause. Unglaublich, wie diese VW-Werbung sich in den Sprachschatz einprägt. Oh, das nutzt nichts dran. Ja, Kevin Hirsch, herzlichen Glückwunsch, gewinnt hier. Ah, da kommt auch Stefan Karnitz über das Ziel gekrochen. Heieieiei. Ja, gut. Also Karnitz raus. Jetzt das letzte Achtelfinale. Jetzt kommen Sören Golotay gegen Christoph Weber, oder? Genau. Christoph Weber, der war raus, oder? Nein, der hat im direkten Vergleich gegen alle. Ja, genau, der war einer, der direkt mit Direktmandat ins Achtelfinale gekommen. Mhm. Ins 16. Finale. Ja. Baum einführen, 16. Finale. Ja, genau. Da müssen wir mal mit 64 Autos starten. Ich glaube, das ist ein bisschen heftig. Oh. Da können wir irgendwie zwei Tage Rennen fahren. Das könnte dann tatsächlich ein 24-Stunden-Rennen werden, ja. So, da haben wir die beiden. Christoph Wien, Sören aus. Genau so sieht's aus. Sören Kollerzei, ja. Ja, wir sehen uns, hallo. Ja, genau. Ja, ich finde es ja schon wirklich heavy, dass hier manche während des Fahrens noch Stream gucken. So. Und jetzt kommt da sind sie, genau. Auf geht's. Ich glaube, der Rote ist etwas besser weggekommen, der Christoph Weber. Beide gleich. Ungefähr gleich. Ja, das Losfahren schon, aber ich glaube, Christoph Weber hatte etwas mehr Beschleunigung. Oh, Sören, gehen die Wand? Nein, ist es schon soweit. Also, oh, jetzt und ich noch ein Beschleunigung. Ach, so hier, was macht der denn? Ja, auch einen Platten holen im schlimmsten Fall. Ach, also, Weber ist er. Ja, Weber auch immer. Ja. Mit dem Bodyband, der kommt ja auch platt. Ja, das hat sich mit Weber hat sich erledigt. Oh, schon. Ja. Ach, Christoph. Kann er aufgeben. Ja, dann können wir wenigstens in Bayern. Das ja, er fährt in die Box. Mit dem Fabian, dann sind wir denen letztendlich los. Ja, gut, aber das nutzt ja nun mal nichts, denen nichts, die jetzt ausgefallen sind. Ja, gut, ne? Ja. Müssen wir uns wenigstens nicht mehr anschauen. Aber so, irgendwie. Schön trifft. Yes. Noch nach dem ADAC. Genau, der soll mal jetzt hier keinen Wilden machen. Ja, jetzt fährt er natürlich wie die Wildsau. Genau. Das
Das wird auch mit Handbremse. Ja, ja, genau. Ja, sieht man deutlich. Geht immer das Kurveninnere Rad, bleibt immer stehen. Ja. Und das geht natürlich mit Fronttriebler auch sehr gut mit der Handbremse. Ui. Weil man natürlich dann auf dem Gas bleiben kann, noch Vortrieb hat. Jo, oh. Ja, da übertreiben wir es gerade mal noch ein bisschen. Ja, da hat es aber gerade noch gerettet. Ja, schöne Show, Herr Kolozai. So, jetzt habe ich aber nur 6 ausgefallen, ist das richtig? Nein, ich habe eigentlich 8. Ja, mir fehlen 2. Ich habe Röhlen, Frischkopf, den Lukas, Wackerbauer, Karnitz und Weber. Wer fehlt da fehlen dir Danny Schubert und ich, also André Stemmler. Ja. So, dann werden wir ihn mal nach oben geben. Genau, ich so. Genau, mach das mal, wie gesagt. Jo. Und dann, ja, gucken wir mal. Jetzt, welches Auto kommt jetzt? Jetzt kommt der Ariel Atom wieder. Ah, okay. Dann gehen wir hier, zeigen wir wieder unser wunderschönes Plakat und wählen dann mal das andere Auto, nicht? Ja, ihr Lieben, das war jetzt erstmal das Achtelfinale. Und so langsam wird's jetzt wirklich spannend. Also das muss man ganz klar sagen. So, jetzt haben wir dieses Atomfahrzeug hier wieder. Ich weiß jetzt nicht, warum der Atom heißt. Ich hoffe mal, der ist mit konventioneller Energie betrieben. So. So, dann wollen wir mal hoffen, dass wir da jetzt sauber reinkommen hier. Das sieht schon mal gut aus. Genau, da sind wir nämlich wieder. Und die Herrschaften werden wohl jetzt etwas ein paar Runden drehen erst. 10 Minuten sehe ich hier gerade, sind eingestellt. Gehen wir mal wieder auf die Strecke. Ich meine, das Einzige, was hier wirklich langweilig ist, ist die Strecke. Die ändert sich nicht bei den vielen Rennen. Schade, dass man die nicht auch noch rückwärts fahren kann. Wäre sicherlich ganz witzig. Aber gut. So, ja. So, Christoph. Was hast du denn da getrieben? Hast dich zu sehr gerieben an der Bande? Ich glaube, ich war einfach zu sehr aufgeregt irgendwie. Es war sowieso klar, also Sören, der fährt ja bei Oldstar, wenn ich mich nicht recht täusche, und da war mir eigentlich schon früh klar, dass es auch ein gewinnt, aber man hofft ja immer noch auf ein Wunder. Naja, und da war dann halt die Leitplanke, das Auto gerne mal berühren wollte. Und ja, nee, ich glaube, das war umgekehrt. Ich glaube, das Auto wollte zur Leitplanke, nicht die Leitplanke zum Auto. Auto, also der Fabian, das ist da. Nee, lieber. Ja. Peugeot, lieber. Die Interviewgäste sind immer ziemlich leise. Ja, das Problem hatte ich schon mal. Ich weiß nur leider nicht, kann sie zwar dann insgesamt etwas lauter stellen, also zumindest den Christoph, hol der schon auf. So, denk mal, so ist das okay. Ich habe übrigens schon die Paarungen fürs Viertelfinale. Das ist aber wunderbar. Also mir würde jetzt erstmal die erste Paarung helfen. Jörg Vogel gegen Sven Müller. Jörg Vogel gegen Sven Müller. Oh, oh, oh. Ja, sag mal weiter. Das ist gar nicht mehr so spannend. Und dann Dominik Hessel gegen Yannick Bock. Hä? Der Yannick war doch raus, oder? Ach nee, 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 Quatsch. Der Yannick hat ja gewonnen, ja. So. Christian Simunic gegen Michael Herrmann. Simunic gegen Michael Herrmann. Und Kevin Hirsch gegen Sören Kolozai. Ja. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Nee, hast du nicht, aber mach nichts. Kolozai, einfach Kolozai. Kevin Hirsch gegen Sören Kolozai. Ja, sehr schön. Ja, dann
werden wir mal jetzt Spaß haben. Ich finde das natürlich spannend, dass die schwierigsten Autos jetzt so in absteigender Reihenfolge wieder gefahren werden. Also ich glaube, der Atom war auch nicht so das beliebteste Fahrzeug hier. Nicht unbedingt. Ja, ja. Aber es kommt noch der Buggy und es kommt auch nochmal der Renault. Ich glaube, einzig der R8 kommt nicht nochmal zum Einsatz, oder? Genau, im Halbfinale. Doch, im Halbfinale. Im Halbfinale, okay. Naja, gut, wir haben jetzt das Viertelfinale. Ich hatte vorhin nur irgendwo... Ach nee, ihr wollt ja die letzten... die Halbfinals mit verschiedenen Autos fahren, ne? Irgend sowas hatte ich vorhin mitbekommen. Wir werden es erleben, wir werden sehen, genau. Was kommt. Wir werden sehen, was kommt. Und, ja. Ich habe nur vorhin irgendwas von Renault und Buggy nochmal gehört und ja, mal schauen, weil wir haben ja nur noch zwei, also jetzt nur noch das Viertel und das Halbfinale, dann haben wir ja schon das Finale. So, es geht los. Es geht los. Jetzt geht's los. So. Wir haben auf der Position 1 Jörg Vogel und auf der Position 2 Sven Müller. So, jetzt gucken wir mal, wer hier wo steht. Sven Müller Außenbahn, Jörg Vogel Innenbahn. So, jetzt sieht das Ganze schon wieder ein bisschen nach Race of Champions aus mit den Autos hier. Dieser Skoda, ich weiß, dass diese Kisten da auch gefahren werden, aber ich weiß auch nicht. So, und das sah gut aus. Müller, glaube ich, einen Ticken besser weggekommen. Ist jetzt sowieso erstmal vorne, klar, weil er hier von der Streckenführung her immer vorne ist, wenn er hier auf der Außenbahn ist. Oder zumindest erstmal im ersten zum zweiten Sektor. So, Jörg Vogel wird mir angezeigt jetzt hier mit 7/10 Rückstand. Das ist aber mehr. Aber jetzt auf der Außenbahn. So, jetzt ist er erster, der Jörg. Klar, Außenbahn. So, wollen wir mal gucken hier, was er hier treibt. Ups, und bleibt hier so ein bisschen auf dem Körper hängen. Hat ihn Zeit gekostet, definitiv. Aber sie sind ziemlich dicht beieinander. Ja, ganze 3/10. Trennen die beiden. So, jetzt müsste auf Platz 1 wieder der Sven Müller sein. Genau so ist es. Das ist noch verdammt eng. Gucken wir mal, wo der Jörg bleibt. Der hat jetzt irgendwie ziemlich Zeit verloren. Da ist jetzt irgendwas gewesen. Hier haben wir den Jörg. So, ich befürchte mal, dass der Sven in Front liegt. Diese Abstandsanzeige hier ist nicht wirklich... Ja, genauso sieht aus. Hier haben wir die beiden. Dann sind sie doch knapper beieinander, als ich gedacht habe. Aber Sven Müller gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Jörg Vogel ist raus. Das wird jetzt langsam wirklich spannend. Jetzt kriege ich hier auch, obwohl ich da gar nichts so wirklich zu tun habe, kriege ich auch langsam Herzklopfen, wer hier denn ins Halbfinale einzieht. So, wir haben die nächste Paarung. Dominik Hesse gegen Yannick Bock. Das wird spannend. Definitiv. Weil... Der Yannick hat eine saugute Figur hier abgegeben heute und der Dominik, ja gut, der ist nur in dem Fabia besonders gut zurechtgekommen. War, glaube ich, der Einzige, der es richtig Performance hatte im Fabia. So, Bock auf der Außenbahn, Hesse Innenbahn, erste Runde. Da sind die Ampeln. Und los geht's.
Und ich glaube Bock einen Ticken eher, aber wirklich nur einen Ticken eher. So, jetzt hätte ich aber gerne wieder meine Autos hier. Hallo. Da haben wir sie. So, jetzt müssen wir hier Fähnchen anmachen. Yannick Bock. Oh, wo ist denn der andere? Oh, Dominik Hesse. Ja, gut, aber der hatte Innenbahn. Der ist jetzt außen. Sogar auf der Innenbahn noch einen leichten Vorsprung. Ne, jetzt hat er jetzt Innenbahn. Dummes Zeug. So, jetzt ist Yannick Bock wieder vorne. Und wir kommen jetzt wirklich langsam zu den Fahrern, die hier relativ fehlerfrei unterwegs sind. Und jetzt sehen wir es hier. Ganz eng die Kiste. Bock jetzt wieder innen. Hat einen knappen Vorsprung von 4 Zehnteln. Das sollte sich für Hesse ausgehen. Hey, jetzt steht hier was von einer Sekunde. Dann wird's eng. Dann wird's aber ganz, ganz, ganz eng. Wenn das hier stimmt. 2000stel. So, wer hat denn das jetzt gewonnen hier? Das sieht mir nach Dominik Hesse aus. Genau. Herzlichen Glückwunsch an den Dominik. Das nenne ich mal Performance hier. So, und dann haben wir jetzt die dritte Paarung. Christian Semjunic gegen Michael Herrmann. Das dürfte mindestens genauso spannend werden. Gut, der Christian hat ein bisschen Glück gehabt, auch jetzt hier heute, aber hat auch sehr geile Runden gefahren. Also das muss man auch sagen. Und ich meine, wir kennen ihn ja. Also ist ja nicht so, dass wir ihn nicht kennen, aber wir kennen genauso Michael Herrmann. Hier kann man auch wieder schweren Tipp abgeben. So, gucken wir mal. Da sind die beiden. Michael Herrmann auf der linken Bahn, also außen, und Christian Semjunic in der ersten Runde innen. Ach, was ist es spannend. Ich muss schon seit einer halben Stunde wieder mal auf Toilette, aber nein, ich bleib jetzt hier sitzen. So, auf geht's. Und ich glaube, Herrmann ist ein bisschen... Nee, Semjunic ist ein bisschen besser weggekommen. Hallo. Hallihallo. So. Dominik, ich denke mal, du bist ja happy, ne? Ich bin richtig happy. Ja, ich glaub's dir. So. Mein Herz rast. Ja, das ist unglaublich, oder? Bei diesen kurzen Geschichten hier. So, Herrmann jetzt leicht in Front. Muss aber jetzt die Innenbahn gehen. Klar, jetzt wird er auf Position 2 geführt. Gucken wir mal. Christian Semjunic, zweite Runde. So, das ist hier... Jetzt ist er vorne. Muss aber auch jetzt in Bahn gehen. Michael Herrmann, Platz 1. Logisch. Und jetzt können wir eventuell schon mal eine Prognose abgeben. Oh, der Semjunic kommt hier reingefeuert wie ein Berserker und ist jetzt auf der Außenbahn. Und der Mann bleibt doch mal hängen. Das müsste es gewesen sein, wenn Semjunic jetzt keinen Fehler mehr macht. Sollte das sich für ihn ausgehen. Der absolute Brüller hier. Also wie der eben hier angefeuert kam, unglaublich, ja, das ist deutlich eine gute Sekunde Vorsprung
Ja, herzlichen Glückwunsch an Christian Simunic. Ja, der freut sich. Keine Frage. Keine Frage. Der freut sich. So. Nächste Top-Duell. Ja, na jetzt kommen nur noch Top-Duelle. Keine Frage. Kevin Hirsch gegen Sören Kolozai. Und das ist wirklich hier, naja, wohl Jörg Vogel, Sven Müller war auch ein heißes Ding. Genau, ja, das sind alles tolle Duelle jetzt hier gewesen. Also da kannst du echt nichts mehr sagen. So, Kevin Hirsch, Sören Kolozai. Ups, was machen die hier? Was ein Irrsinn. Was ein Irrsinn. Ich muss allerdings sagen, dass das jetzt aufgrund der höheren Spannung, ja, das ist nicht mehr so lustig wie am Anfang. Am Anfang war das noch alles total lustig. Jetzt wird es hier wirklich zunehmend ernst. Kolozai außen, Kirsch innen auf der ersten Runde. So, Ampeln sind jetzt aus und ab geht's. So, beide ziemlich gut weggekommen. So, gehen wir erstmal. Jetzt ist das hier wieder so verflixt und zugenäht. So, jetzt haben wir den Sören, der jetzt erstmal führt, aber die nächste Runde auf der Innenbahn gehen muss. Aber ich glaube, Kevin Hirsch hat hier mal ein bisschen Zeit verloren. Naja, das ist noch im grünen Bereich für Innenbahn. Schauen wir mal jetzt beim Kevin zu. Da hat er Zeit verloren jetzt. Da hat er Zeit liegen lassen. Ja, definitiv. Und hat jetzt die Innenbahn. Der Sören hier deutlich in Front. Man muss sich jetzt wirklich einfach nur... Oh, ich glaube, ich habe da was gesehen. Nee. Kevin fährt. Ich glaube, das war das Formel-1-Auto, was da stand. Ich dachte, der Kevin hat sich rausgedreht. Ja, man muss jetzt hier wirklich einfach nur cool bleiben. Sich nicht unter Druck setzen lassen. So, nochmal eine schnellste Rennrunde. Ja, und Sören Kolozai wird jetzt hier, nee, sogar noch relativ lange auf Platz 1 hier auf der Innenbahn angezeigt. Also das bedeutet schon relativ viel. So, und hier haben wir's. Sören Kolozai gewinnt das Ding mit jetzt leider nicht, wie viel Abstand das jetzt ist, aber das war mindestens eine Sekunde. Ja. So, jetzt geht's wieder zum R8 LMS. Genau, wir machen unser Plakat. Upsala. Wir machen unser Plakat wieder an. Gucken hier nochmal ins Rund. Genau. Und verlassen den Server. Ich bin auch der Letzte, der hier noch drauf ist. So, und ich habe auch schon die Halbfinal. Ja. Ja, kleinen Moment. Ich muss jetzt erstmal joinen. Mir das Auto aussuchen. Achso, nee, das habe ich ja schon gekauft. Das brauche ich jetzt hier. So. Connect. Beitreten. So, jetzt nehmen wir uns den Audi. Man muss dazu sagen, dass noch der alte Audi R8, es gibt ja für 2012 ja den Audi R8 Ultra. Gut, wir sind auch nicht in 2012, deswegen kann er so alt noch nicht sein. Ja, nee. Einer hat aber eine Entwicklung. Ja gut, das mag ja alles sein.
Ja, komm rein, Micha. Achso, halt, hier müssen wir hin. So, dann das U, dann machen wir das Ganze groß und schalten wieder live. So, dann müssen wir mal. Da ist er, der Micha. Ja. Hey. Mensch, war jung. Also, das war ja jetzt. Ja, Mensch, da hat der Christian dich ja abgezockt, wa? Ja, irgendwie nicht, aber der ist von vornherein schon recht stark unterwegs gewesen. Also das war mir irgendwie fast schon klar, gerade auf diesem kleinen, ich sag jetzt mal, Spielmittelauto. Ja. Also da war er schon die Vorrunde recht stark unterwegs und deswegen habe ich mir da schon gedacht, naja, das wird wahrscheinlich nichts. Und dann habe ich mir noch die Aufhängung zerhämmert. Wollte ich gerade sagen, du hast ja dann auch nochmal gut dich mit der Bande angelegt, ne? Jo, das war dann mein Verhängnis und dann bin ich die letzte Runde mit Aufhängungsschaden rumgefahren. Und das, ja. Ja, so langsam wird es jetzt auch spannend. So, der Christoph kann uns jetzt mal die Halbfinals vorlesen. Ben Miller gegen Dominik Hesse und jetzt haben sie Munich gegen Sören Kolodziej. So, na das wird jetzt mal richtig spannend. Also das wird jetzt hier wirklich, also das Viertelfinale war ja schon unglaublich spannend. Also jetzt wird es hier nochmal ein zusätzliches Spannungsmoment geben. Ja, Micha, so insgesamt trotzdem recht glücklich, bis hierher gekommen zu sein, oder wolltest du schon noch ein bisschen mehr? Naja, also ich sag mal so, man muss damit zufrieden sein, was man bekommt. Und, netter Spruch. Ich sag mal so, dem einen liegen die Autos, dem anderen liegen die Autos und bei mir war es jetzt halt unglücklicherweise der Adi, also der hat bei mir unglaublich über die Vorderachse geschoben. Ja. Und das war alles also der ausschlaggebende Punkt, vielleicht auch mit der Fabia zum Beispiel, wo viele gehasst haben, damit kam ich super zurecht. Ja. Keine Ahnung, also. Ja, der Dominik Hesse ja auch, also der sagte ja auch, dass er mit dem Fabia super klar kam. Und die anderen hatten fast alle Probleme damit. Ja. Und das ist natürlich dann schon so ein bisschen Losglück auch mit dabei. Aber das ist es ja in der Realität auch. Ja, nicht nur gegen wen man fährt, sondern halt auch, welches Auto da ausgelost wird. Ja, werden wir mal schauen. Weiß ich nicht, wenn sich da einer auskennt mit dem realen Vorbild, wofür gab es da gelbe Karten? Was kann man denn hier falsch machen? Oh, gute Frage. Reglement kenne ich nicht. Ja, vielleicht kann ich da ja weiterhelfen. Ja, dann sag doch mal. Also es gibt gelbe Karten, wenn man die Leitschiene, kann man nicht sagen, die Reifenstapel berührt. Dafür gibt es eine erste gelbe Karte. Und bei der zweiten gelben Karte gibt es 3 Sekunden aufs Ergebnis dazu. Und aha, ja, das ist eigentlich schon das Aus. Und wenn man einen Frühstart macht, dann kriegt man sogar 5 Sekunden, kann man gleich aufgeben. Das ist eigentlich okay, das, was gelben Karten ausmacht. Naja. Ja gut, Frühstart ist ja bei uns hier eine Disqualifikation. Und wir haben das extra so eingestellt. Also ich hatte ja noch vor, das auszustellen. Aber das ist natürlich blöd, weil wenn einer einen Frühstart macht, wer will das hier bei uns hier feststellen? Und also das bringt natürlich gar nichts. Und wenn du richtig früh startest hier, dann nutzen die auch die 5 Sekunden nichts. Dem anderen. Du brauchst schon Nachbrenner. Ja. Und wie gesagt, ist schon ganz. Also wie gesagt, ich bin total begeistert, wie witzig das hier ist. Ja. Und dass halt, wie gesagt, da halt auch mal Leute jetzt mit dabei waren, die normalerweise bei uns hier nicht fahren. Und auch super Typen da, also besser kann es gar nicht sein. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Irgendjemand muss ausfallen. Oh! Was war das denn? Da ist gerade einer ins Loch gefallen. Ja, das ist die Boxeneinfahrt wohl. Ja, aber ach, das sieht bei mir so aus, weil bei mir die Farben dann noch so nachhängen durch diese Pixel-Dings hier in diesem RD-Viewer. So, jetzt geht's aber los. Jetzt haben wir die Paarung Nummer 1. Ben Müller gegen Dominik Hesse. Im Audi R8. So, das wird jetzt eine richtig heiße Kiste. Ben Müller ein Superschneller. Dominik Hesse hier heute mit einer absolut geilen Vorstellung bisher.
dass der Sebastian hier so einen blöden Fehler ausgefallen ist. Ich habe jetzt eben gesagt, Sebastian, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und da wurde alle Scheiß-Cap gedrückt. Ja, das Problem ist auch, jetzt habe ich hier mich verschaltet. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah, okay. So, und jetzt haben wir den Sven Müller erstmal auf der Außenbahn, genau. Ja, vor allem, der Sebastian hat ja noch im Briefing. Boah! Upsala! Dominik Hesse hier geht hier zu heftig und dreht sich raus. Dominik Hesse dreht sich raus, das war's. Ja. Eieieiei. So, wir können mal versuchen, ob wir das hier noch eingefangen kriegen. Jetzt müsste ich hier nur die Taste. Ja, hier sehen wir's. Hier schon in der Mauer und hier wahrscheinlich schon mit einem Reifenschaden oder einem Aufhängungsschaden dreht er sich hier in die Kurve rein. Man sieht es hinten schwarzeln. So, bevor gehen wir auf die 1. Gucken wir uns den Sven Müller an. Der kann es jetzt hier gemütlich angehen lassen. Der ist unser erster Finalist. Aber der Dominik hat noch Chance auf Position 3. Ja gut, aber jetzt sind wir erstmal... Geht's erstmal ums Finale. So, noch eine Runde. Ja, der Sebastian hat ja im Briefing noch gesagt, ach ja, jetzt sind's ja 4 Runden. Ne? Also er selber hat's noch angemahnt. Und das ist natürlich dann doch... Da sagte er ja auch im Interview, ja. Ich habe mir da mal runtergezogen, bevor man ihn zu sehr hänselt da oben. So, herzlichen Glückwunsch an den Sven Müller. Ja, gut, da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also das war eine einfache Tour. Ja. Hallo! Dominik, hallo. Was soll man sagen? Gucken wir uns ein bisschen die Dachkonstruktion an hier. Ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen zu viel auf dem Gas und so und dann mit dem Heck hinten in die Wand rein und dann war Karre hinten krumm. Ja, du musst einen Schaden gehabt haben, Aufhängung oder einen Reifenschaden. Also, ja, Reifenschaden. Hast du ja gesehen in der nächsten Kurve, dann bin ich sofort wieder weg. Oh, ja. Egal. So, wir sehen das zweite Finale jetzt hier, das zweite Halbfinale mit Christian Simunic und Sören Kolozai. Jetzt wird es langsam kompliziert mit den Namen, wenn einem nicht schon ein bisschen die Zunge am Gaumen klebt. Sag mal, so viele... Das glaube ich nicht. Du fährst auf alle Fälle noch um Platz 3, also von daher... So, Sören Kolozai, Christian Simunic, Sören im roten Auto außen, Christian Simunic im dunklen Auto auf der Innenbahn hier in der ersten Runde. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das Ganze hier jetzt vonstatten geht. Oh, ich glaube, da ist was Rotes deutlich besser weggekommen, aber nicht unbedingt jetzt vorteilhaft, weil ich glaube, die erste Kurve war da ein bisschen vorsichtig. Herr Sören. So, die Frage ist jetzt, wie kommt Christian hier mit dem Auto zurecht? Erstmal den normalen Vorsprung. Die 1,6 Sekunden sind noch im grünen Bereich. Jetzt sind es auch nur noch 8 Zehntel. Gehen wir jetzt mal... Oh, Sören Kolozai hier mit einem Fehler. Jetzt gucken wir hier nochmal. Die Zeit haben wir jetzt, Gott sei Dank. Wo ist es passiert? Hier. Ah, wie bitter. Wie bitter. Nee, er ist nicht eingeschlagen, aber... Oh, naja gut. Ich denke mal, da weißt du... Oh doch, der hat einen Schaden. Der hat auch... Ja, da ist auch das Auto hin. Ja, der hat einen Schaden. Dann darf ich also gegen Sören. Eieiei. So. Ich weiß jetzt nicht, was das Bessere gewesen wäre. Christian Simunic hier auf dem Weg ins Finale. Da kann man nichts sagen. Er verdient hat das auf jeden Fall. Also auf alle Fälle. Ja. Glanzleistung gezeigt, egal auf welchem Auto das war. Und richtig. Kann man echt bloß gratulieren eigentlich. Definitiv. Also. Der Sören wird sich höchstwahrscheinlich sehr, sehr ärgern. Kommt hier auch noch übers Ziel. Wenigstens das. Das war nicht allen vergönnt hier. So. Damit haben wir... Das
Finale steht fest. Sven Müller gegen Christian Simunic. Und das, ja, kleine Finale fahren Dominik Hesse und Sören Kollerzei. Welches Auto nehmen wir denn jetzt? Wisst ihr das zufällig? Also, Renault, glaube ich. Ja. Das kleine Finale, jetzt kommt der Renault, ja? Ja, genau. So. So, ihr habt's gesehen, ihr habt's gehört. Also hier ist Renault, sagt er mir, wird jetzt gefahren. Ja. Ja. Was haben wir eben gesagt? Haben wir was anderes gesagt? Ich weiß es nicht. Renault. Ja. Oh, Renault. Oder habe ich wieder Peugeot gesagt? Ladespiel. Ja, Passwort. So, dann haben wir hier den Renault. Und jetzt kommen wir auch langsam wieder zu den Autos, die Spaß machen. Oh ja. Ja. Also auch so eine kleine Giftspritze, die richtig Dampf von einem Kessel hat. Ja. Also kann man fast schon, die ist fast schneller wie der R8 auf der Strecke. So, da sind wir. Halt, muss man hier mal noch irgendwie. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Genau. Ah ja. Ja, ja, muss sein. Ja, wenn ich diese VW-Werbung, diese Fettqualle da sehe, der da den Reporter da spielt, oh, den könnte man, also ich weiß nicht, ob der bewusst so als Fiesling gewählt wurde, also diese aufgedunsene Brocken da irgendwie, oh, weiß ich auch nicht. So sieht sie aus! Oh, nee. So, Stefan Karnitz, nee, der fährt nicht mehr mit, nee. Aber Simmers TV fährt mit, nee, auch nicht. Nee, da haben wir ihn. Den Dominik Hesse. Oh, der kommt jetzt hier auch mal raus. Sehr schön, jetzt sehen wir auch mal, wie die hier aus dieser Garage raus auf die Strecke fahren. Ja, man sieht schon, wie das Ding abgeht. Ne? Das ist echt die wahre Pracht. Ja. Das Auto macht tatsächlich irre Spaß. Ja, das einzig Gefährliche ist mit dem Driften, was da vorhin angesprochen worden ist, wo wir mit diesem Renault unterwegs waren. Driften ist mit dem nicht so toll, weil der extrem kurze Radstand ist, spricht natürlich gegen jede Regel des Driftens durch den langen Radstand. Ne? Und mit Handbremse, wenn du versuchst, das Ding reinzudrücken, vergiss es, weil dann bist du gleich fort. Ja. Aber der kommt sowieso, also du brauchst ja echt bloß einen Gasschub zu viel. Wollte ich gerade sagen. Geht hinten weg wie nochmal was. Ne? Ja. Wollte ich gerade sagen. So, also keine Sorge, liebe Zuschauer, das ist noch kein Rennen hier. Wir fahren jetzt hier erstmal, aber wir sehen jetzt schon mal so ansatzweise, na, Hesse hat jetzt erst eine Runde gefahren und das auch noch auf der Innenbahn. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er die noch zu Ende fahren kann. Dann haben wir mal so, also Kollerzei mit einer 23.918. Wir haben hier im Training schon 23.2 gesehen vom Sören, glaube ich sogar. Ja, richtig. So, das war jetzt nix, Hesse. 24.971. Ja. Ja, das Krasse ist auch, durch die, ich sag jetzt mal, Vorrennen mit den zwei Runden. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl beim Ariel zum Beispiel, dass der extremes Untersteuern, genauso wie mit diesem Buggy. Ja. Du kriegst die Reifen, in dieser Zeit kriegst du die Reifen überhaupt nur länger warm. Die werden vielleicht 4-5 Grad warm, also wärmer, wie sie im Stand sind. Und das war's aber dann. Und hier jetzt mit diesen vier Runden, da geht es schon ein bisschen mehr, sage ich mal. Da geht definitiv mehr. Naja gut, das Schöne ist ja, die Bedingungen sind ja für alle gleich. Ja. Und von daher, wie gesagt, muss man da auch. So, jetzt kommt, jetzt kommen sie langsam so an die Zeiten ran. Kollerzei jetzt 23.6, Hesse 23.8. Mächtiger Einschlag.
Ja, das ist natürlich das, wir haben es ja eben gesehen bei Sören. Und natürlich auch bei Dominik. Ja. Bei Dominik war es, glaube ich, eher leichterer, aber bei Sören, der ist ja, hat sich ja mal komplett rausgedreht. So, und das sind halt solche Schläge, verzeiht das eigentlich nur einmal. Und haut man dann nochmal irgendwie gegen die Bande, ja, ich glaube, das Auto hat schon ein Ding weg jetzt. Genau. So. Das ist natürlich so, jetzt ist hier irgendwas passiert. Aber einer fehlt trotzdem noch, oder? Nö, sind alle da. Nee. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So. Ja, dann geht doch mal in die Starterstellung hier. Pappnasen. Ja, ich hab noch überlegt, ob ich's denn auch sage. So. Ah, die können selber neu starten. Weil? Kommt wieder nicht aus der Box. Okay. Richtig. Dann unser Plakat. Also mich wundert's, dass der Server oder überhaupt die Clients auch in der Vorrunde. Ah, hat er schon. Okay. Er hat schon neu gestartet. Brauchte ich gar nicht machen jetzt. Dass da nicht mehr passiert ist. Also dass das so problemlos durchlief. So, wir gehen mal wieder live. Oh ne, wir warten noch einen Moment, bis er weitergeschaltet hat. Also ich weiß, dass wir hier manchmal bei den 24 Stunden einen Server neu starten mussten und die Leute da, gerade wenn so viele drauf sind, ne, da irgendwie eine Session weiterschalten. Allein das war ja schon ein Problem. Ja, und hier keine, wirklich die ganze Vorrunde eigentlich keine Probleme. Bis, ich glaube, dann ganz zum Schluss dann der erste mit dieser. So, jetzt geht's aber los. Und jetzt gehen wir auch dann live auf die Strecke. Keine Sorge, ich habe das Plakat im Auge. So, da sind wir. Und wir haben jetzt das kleine Finale zwischen Dominik Hesse und Sören Kollerzei. Wir hätten mal vorher noch ein Tippspiel veranstalten sollen, tatsächlich. Dachte ich mir vorhin auch noch. Ja. Die letzten Einsätze, bitte. Ja. Ja, so, ne, als kleine finanzielle Unterstützung jetzt hier für die verarmten Organisatoren. So, jetzt geht's los. Das sah relativ gleichwertig aus, der Start, wobei ich glaube, dass hier der Schwarze, der Dominik Hesse, einen Ticken besser weggekommen ist. Ja, ein Ticken, ja. So, jetzt werden wir mal sehen, was die Herrschaften hier mit diesen Autos machen. So, Sören natürlich jetzt auf 1, kommt aber jetzt auf die Innenbahn. Und der hat hier aber schon mal... Nee, so viel Vorsprung ist das nicht. Das ist ein völlig normaler Vorsprung, wenn man zuerst auf der Außenbahn... Ah, und Sören schlägt hier wieder ein. Nicht doll, aber ein zweiter solcher Einschlag bringt definitiv ein Problem. Also gelb ist die Kiste schon mal. Gelb heißt die Aufhängung. So, wir gucken mal zu Dominik Hesse. Jetzt kommen sie hier über Start und Ziel. Und Dominik leicht hinten. Leicht hinten schlägt hier auch ein. Huiuiui, oh, jetzt hier nochmal doll. Jetzt fährt er hier. Oh, das kostet Reifen. Sören definitiv noch mit dem intakten Auto. Das sieht man hier. Also der hat ja Grip wie ein Formel-1-Auto. So, ich glaube, der Dominik ist jetzt hier erstmal... Ja. Der ist zwar jetzt auf der Außenbahn... Kollerzei hier im 23.564 gefahren in der letzten Runde. Das ist ja schon fast nicht so toppen. Aber der Dominik lässt jetzt auch krachen. Auch hier scheint das Auto noch völlig in Ordnung zu sein. So. Das dürfte nicht reichen. Genau. Herzlichen Glückwunsch an Sören Kollerzei. Wie kommt der hier über die Bande geflogen? Der Hesse. Ja, unglaublich. Ja. So, und ja, der Sören freut sich. Platz 3 für Sören Kollerzei, Platz 4 für Dominik Hesse. Ich denke mal, der Dominik wird auch gleich hier reinkommen und wird jauchzen. So, jetzt machen sie hier noch
in der Box weiter. Ja, und jetzt kommen wir zum Final, Final Lap, zur Final Round. Aber. Und, was heißt die Aber? Der Stefan Kartz hat mir gestupst im Teamspeak. Der Christian fährt Renault und der Sven Skoda. Oh, die durften sich jetzt ihre Autos aussuchen. Das ist natürlich jetzt eine heiße Kiste. Was soll ich denn dann nehmen, bitte? Dann bleibe ich jetzt mit dem Auto drauf. Ja. Ja. Weil, ich sag mal, das waren die beiden Autos, die am meisten Probleme gemacht haben vorhin, wo alle rauf durften. Lutz, magst du mal Warm-up machen? Mag ich. Max. Ich muss wie magst du es denn? Wie warm magst du es denn? Nee, also es wird jetzt so sein, ich habe das ganz kurz im Stream gerade gehört, dass jeder Fahrer konnte sich für ein Duell ein Fahrzeug aussuchen. Das heißt, wir fahren das erste Duell mit dem Skoda. Ah, okay, alles klar. Also gehe ich jetzt raus und hole mir den Skoda. Genau, und das zweite wird mit dem Renault gefahren und sollte es zum dritten Duell kommen, wird der Buggy gefahren. Alles klar, ich habe mich mal eben gerade selbst gekickt. Ne? Also ich bin ja weg. Ja, ich hoffe, ich habe mich nicht gebannt. Das wäre es jetzt. Ja. Am Abschluss des Jahres. Ja. Permanent Bann. Tschüss. Ja, genau. Das war's. So. Also jetzt fahren die einmal mit Skoda. Ah. Also richtig, einmal mit Skoda, einmal mit Renault. Wenn es dann immer noch nicht passt, kommt der Buggy noch hinterher. Alles klar. So, dann... Skoda, unglaublich. Unglaublich. Ja, jetzt hat man das Passwort gesehen. Hm. Ach, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Naja, ist jetzt auch egal. Ja. Ist jetzt im Prinzip Banane. So. Dann schreiben wir den mal hier rein. Machen das mal auf groß. Also ich habe den jetzt mal hier noch ein bisschen beglückwünscht. Den Banausen. Ja. Ja, ich würde jetzt aber nicht mehr so viel trainieren lassen. Ich würde jetzt einfach die Leute auf die Strecke schicken. Oh, nee, das wäre jetzt eine ganz dumme Idee, was ich jetzt hier gerade vorhatte. Jetzt aber. So. Ja, ja, genau. So, wir machen jetzt hier nochmal einen ganz kleinen Break. Dann haben wir nämlich das Finale, das große Finale hier als separaten... separat zum Download. Und, oder? Ach nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Die sollen mal ruhig ein paar Gigabyte runterladen. Das ist überhaupt kein Thema. Kostet ja nichts. Nö. Und, Zeit. Ja. So. Ja. Ich muss nachher erstmal meine ganzen E-Mails lesen. Ich habe hier heute Abend bestimmt 20, 25 E-Mails gekriegt über SimRacingTV und SimRacing.org. Keine Ahnung, was da alles passiert ist, aber ich habe auch keinen Nerv, jetzt da zu gucken. So, das kann man sicherlich vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Würdest du mal bitte auf Blau gehen hier? Dankeschön. So, wir kommen zum ersten der beiden Finale. Muss man das ja sagen. Also hier werden jetzt zweimal vier Läufe gefahren. Einmal im Skoda und einmal im Renault. Und ja, schauen wir mal. Hier nochmal ein schöner Schwenk über das Gelände. Was ist jetzt? Aha, da gab es wohl wieder ein Problem. Gut, dann schalten wir hier nochmal um. Ach Leute, das ist, ja, es ist ja nicht so, dass wir aufgeregt wären, ne? Nö, überhaupt nicht. Ja. Macht euch da ja, wirklich, macht euch da einen Spaß mit uns, ne? Ja. Gut, ich darf jetzt momentan nichts Böses über Sean Kamai sagen. Er schickt mir ja die Lizenzen von 2010 noch. Aber, ja. So. Jetzt aber hoffe ich mal, dass die jetzt auch beide hier in die Startaufstellung kommen. Da sind sie. Sven Müller
auf der Innenbahn im gelben Auto, Christian Simunic im roten Auto auf der Außenbahn. Beide durften sich ein Auto aussuchen. Es gibt zwei Läufe, jeweils im Lieblingsauto der beiden Finalisten und jeweils 4 Runden pro Lauf. Und wenn das dann unentschieden steht, gibt es dann nochmal einen Entscheidungslauf. Es ist ja auch das 0:26 und jetzt geht los jetzt. Ab geht die Post und Simunic, finde ich, ist ein Ticken eher weggekommen. Aber sowas von marginal. Oh, und Müller hier in der ersten Kurve mit Problemen. Hat hier fast gestanden. Und schlägt hier leicht an, aber das ist, glaube ich, noch zu vernachlässigen. Ja. Und hat jetzt die Außenbahn und den normalen Rückstand, sage ich mal. Ist vielleicht ein bisschen mehr als normal. 1,6 Sekunden haben wir schon öfter gesehen hier heute. So, warum kann ich hier nicht entscheiden? Hier ein kleiner Fehler von Müller. Ich versuche gerade hier umzuschalten. So, Simunic jetzt hier. Vorne. Naja, fast gleich auf. Ein kleiner Vorteil hier vor Simunic. Ich bin fix und fertig, was der Christian hier abliefert. Das sieht momentan relativ gut aus. Aber ich würde auch sagen, dass das, wie Micha eben schon sagte, auch ein bisschen daran liegt, dass Sven Müller hier ein, zwei Fehlerchen gemacht hat. Irgendwie fehlt mir hier einer. Ach nee, der war schon durch. Der ist schon durch. Ja. Christian Simunic jetzt hier auf der Innenbahn. Gucken wir mal zu Sven Müller. Letzte Runde. Ja, deutliche Vorteile für Simunic. Ja, definitiv. So, jetzt ist Simunic auch vorne. Und ja, Müller versucht hier nochmal alles. Und Simunic gewinnt diesen ersten von zwei Finalläufen. Herzlichen Glückwunsch. Plakat an. So, was war das zweite Auto der Renault, ne? Ja. Schrecklich. So. Also, das wird jetzt hier richtig, das geht jetzt hier richtig spannend. Also, ich bin total begeistert. Beitreten. Man, Christian läuft so ein bisschen jetzt gerade in Höchstform irgendwie auf. Was, wer? Christian. Ja, der ist von der Rolle, das kann ich mir vorstellen. Also, auch wenn er Schweizer ist, aber der Junge hat so viel Temperament, das ist unglaublich. So, wo haben wir den Renault? Da unten. War es auch jetzt wirklich der Renault? Ja, ne? Das war der Renault, ja. Gut. So, da fehlt noch einer. Ich habe jetzt nur... da sind sie. Alle da. Halt. So, und umschalten auf live. Ich glaube, die dürfen jetzt alle noch ein, zwei Runden fahren, alle beide. Ich weiß nicht, was Stefan denen da gesagt hat. Die fahren, ja. Ja. So, wir machen mal Fähnchen an hier. Kann man das hier sehen? Nö. Nee. Gut. Dann. Und so, genau. Dann haben wir jetzt hier Sven Müller. Und jetzt werden wir gleich mal sehen, was die Rundenzeiten hier sagen. Der Sven ja hier hat sich ja dieses Auto gewünscht. Der Christian hat sich vorhin den Skoda gewünscht. So. Und der Sven geht jetzt auf eine gezeitete Runde. Das ist schon gigantisch, das Video, was die Leute hier gehen, die Dinger. Ja. Ich finde es halt gigantisch, wie diese Fahrzeuge hier von den Jungs beherrscht werden. Also ich meine, erinnern wir uns mal an die erste Runde, da gab es ja auch mit den Autos so. Naja. Witzigerweise hat es sehr lange gedauert, bis es hier mal einen Dreher gab. Ja. So, und hier klarer Vorteil. Ein klarer Vorteil für Sven Müller. 24.052.
Alter Schwede. So, gucken wir mal, was im Unit jetzt fährt. 23,8! Ich dreh durch. Die Zeiten vom Renault waren ja bei 23 heute schon. Ja, ja, schon, aber jetzt hier im direkten Vergleich finde ich das schon heavy. So, jetzt wäre es super nett. Manchmal habe ich den Eindruck. Ja, nee, manchmal den Eindruck, hier ist noch irgendjemand mit drauf. Also, weil mir das immer hier aus dem Bild rausspringt. So, jetzt wieder nochmal. So, jetzt aber. 4 Runden stehen auf der Uhr. Sollte es Christian Simunic hier gelingen, auch diesen Lauf zu gewinnen, haben wir einen Sieger. Gewinnt Sven Müller, gibt es noch einmal einen Entscheidungslauf. Da haben wir die beiden. Müller wieder außen, Simunic in. Müller rot, Simunic schwarz. Oh Mann, das ist, mir ist fast, als wäre er sich da drin, ehrlich. Und ab geht's. Und Simunic kommt besser weg. Definitiv besser. Ganz klar. Jo. So, wir sind jetzt hier bei Sven Müller, der natürlich jetzt auf der Außenbahn als erster übers Start und Ziel gehen wird, obwohl das hier fast schon gar nicht schon sehr eng dran ist, Simunic. Oh ja. Also das sind man gerade 4 Zehntel und Müller wieder ein bisschen in der Bande eben. Christian Simunic, ich erkenne dich nicht wieder. Boah, guck dir dann an, wie der die Karre hier, der Müller, die vorletzte Kurve hier reinschmeißt. So. Absolut der Hammer. Alter Verwandte. Ja, da haben sie die zwei richtigen gefunden, definitiv. Ja, ja, definitiv. So, Christian Simunic jetzt natürlich auf Platz 2. Genau, mit 17 Sekunden Rückstand. Das ist eine unglaubliche Zeitanzeige. So, jetzt aber hier fast gleich auf wieder. Also das ist hier ein ganz, ganz enges Ding. Aber Simunic jetzt auf der Außenbahn und Müller schlägt ganz hart ein. Ganz hart. Ich hoffe mal, dass hier nichts kaputt ist. Und lässt es hier richtig krachen. Auf der Innenbahn. 4 Zehntel drin, die beiden. Ja, das sieht aber ziemlich eindeutig aus. Christian Simunic ist der Race of Champions. Ist der Champions of the Race. Of all over the world Champion hier. Ja, ich bin schwer begeistert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Und ehrlich, und das meine ich wirklich ganz ehrlich, ich mag den Christian sehr, schon allein dafür, dass er so viel bei mir hier mitgearbeitet hat. Aber ich hätte ihm den Sieg heute nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kevin Hirsch, Sven Müller, Wackerbauer, solche Leute hätte ich hier wirklich hier auf dem Schirm gehabt. Sören Kolozai, keine Ahnung, ja, Micha, du auch, also alle die zum Achtelfinale, da hätte man schon gar nichts mehr sagen können, Jörg Vogel oder sonst dergleichen. Also wirklich grandios, herzlichen Glückwunsch hier an den Christian Simunic. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den kleinen Spaßvogel hier mal irgendwie ins Interview kriegen. Oder ich würde mal sagen, wir schicken mal runter. Gar nicht mal, wir gehen einfach hier hoch. Och, die sind ja schon alle weg. Wo ist denn der hin? Ja, super. Hier ist er. Ach, da ist er. Ja, kommt alle rein hier. Kommt alle rein. Hier ist es warm und trocken. Ihr habt ja alles. Also wir können jetzt einfach mal, wir fangen jetzt mal einfach mit dem Sieger an. Skoda Fabia war sein Wunsch. Was sagt die Skoda Fabia, der aktuelle Werbespot von VW oder von Skoda dann halt, wie auch immer, ist ja eh alles eins. So sehen sie aus, mein lieber Christian, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke vielmals. Hätte ich nicht gerechnet damit. Ja, ich auch nicht. Ich habe es gerade eben gesagt, so sehr wie ich dich mag oder wie ich dich leiden mag. Ich hätte mit Sicherheit nicht auf dich gewettet. Also da waren bestimmt noch 4, 5 andere vor dir. Aber egal,
Nichtsdestotrotz, wir haben es vorhin schon, bevor die Final-Läufe losgingen, haben wir es schon gesagt, du hast es dir redlich verdient. Du warst auf allen Autos super gut unterwegs. Gab es irgendein Hassauto überhaupt bei dir? Nee, ne? Ist die Frage jetzt ernst gemeint? Also der Skoda, also ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Auto auf dem PC gehabt zum Fahren, das so gefühlslos zu fahren ist. Also, ja, na gut, aber du bist super gut klargekommen mit der Kiste. Ja, gut. Es hat ein paar gehabt, die sind besser damit klargekommen, aber die haben halt durch Pech, sind die nicht weitergekommen. Die sind nicht gegen dich gefahren, genau. Ja, das habe ich nicht gesagt. Sehr coole Nummer. Gut, mein Lieber, bleib mal noch einen Moment da, weil wir haben natürlich auch noch einen, ja, wie machen wir das? Nehmen wir den vierten mit rein? Ja klar, nehmen wir den mit rein. Also nehmen wir mal alle beide mit rein. Dominik Hesse, Platz 4, Sören Kolozai auf Platz 3. Ihr Lieben, Sören, eigentlich dich hätte ich ein bisschen weiter vorne erwartet. Ich fange mal mit dir an. Sören ist schon heier gegangen. Ach, der ist schon heier gegangen. Schade, schade. Dann aber gut, dann nehmen wir den Dominik. Dominik, du bist jetzt einfach mal Dritter. Es gibt eh keine Preise für die Plätze, für die hinteren Ränge. Und ja, also was soll ich sagen? Dominik, du warst ja oft genug hier und oft genug happy. Ja. Und ja, erzähl mal einfach so ganz kurz. 2, 3 Sätze. Also ich will mal sagen, er ist mit dem ganzen Event sehr zufrieden. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt ins, wo war ich, im Halbfinale bin und noch insgesamt Vierter werde. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ja. Ja, genau das war es, genau das war es, was ich eigentlich hören wollte. Ich hätte niemals damit gerechnet. Gut, aber letztendlich tatsächlich, ich meine, gut, ein bisschen Losglück gehört immer dazu. Jetzt kommen wir zu einem, den hätte ich tatsächlich, also den hätte ich aufs Finale gesetzt, oder sagen wir mal fürs Halbfinale gesetzt, den Sven Müller, weil halt auch immer sehr überlegen, wir erinnern uns an die Vorstellung mit SBI Racing im letzten Langstreckenrennen. Sven, ja, deine beiden Final-Läufe waren ja nun alles andere als gut. Also da haben wir ja so ein paar Fehlerchen gesehen. Warst du übermotiviert oder zu sehr unter Druck oder einfach nur blöd? Ja, man muss auch mal zugestehen, wenn der Gegner besser ist. Ne? Christian hat es gut gemacht und gut ist. Naja gut, ich meine, es war schon so, dass du, glaube ich, im ersten Lauf gleich in der ersten Kurve irgendwie erstmal, oder in der zweiten, glaube ich, gleich erstmal ziemlich in die Bande gefahren bist. Ja, also das war, glaube ich, schon ausschlaggebend. Das ist eine Sache, ne? Der schiebt ja in der ersten Kurve extrem über die Vorderreihe. Ja, wenn du dann da innen stehst, ja genau. Aber ich denke mal im Großen und Ganzen, also ich meine, hierher zu kommen, das war ja nur nicht so, dass das hier heute hier ein Rookie-Feld war oder so. Definitiv eine geile Leistung. Und ich hoffe, du bist trotzdem ein bisschen happy. Oh, klar. Zweiter Platz ist zweiter Platz. Ja, ich sag mal, happy, wenn man richtig happy ist, klingt das ein bisschen anders als, jo, klar. Ja, aber bist halt eine coole Sau, genau. Ich sag mal, wenn man im Finale ist, will man auch gewinnen, oder? Ja, definitiv, definitiv. Problem ist, ich kann jetzt leider keine Kamera hier mit reinnehmen. Obwohl, ich müsste das tatsächlich mal gucken, ob das geht. Ich glaube, ich hatte auch eine Kamera dran an dem PC. Ich bin mir aber nicht so ganz schlüssig. Wenn das jetzt nicht geht, dann nehme ich gerne, erzähle ich einfach, was passiert, was jetzt der Christian, ach du Scheiße, jetzt muss ich das auch noch in die Schweiz verschicken, das hatte ich schon mal. Irgendwie 69 Euro für ein Päckchen von 2,5 Kilo, da habe ich mir ja echt ein Ding eingeladen hier. Ja, aber gut, so schwer wird's nicht, vielleicht geht das sogar im Brief. Ich muss mal gucken, ob ich hier eine Kamera finde, ob hier eine angeschlossen ist. Kamera, da sagt hier nichts dazu. Nee, leider geht das nicht. Mein lieber Christian, du gewinnst einen original verpackten, leider aufgrund seines Alters an der Oberseite, die Verpackung ist an der Oberseite leicht ein klein wenig beschädigt, ist aber wirklich nimmt also keinen Schaden. Da war sogar noch ein Aufkleber drauf mit einer Warennummer. Also das Plastik ist so ein bisschen leicht gebrochen. Also es war aber noch nie in Benutzung, es war noch nie draußen. Ich sage nur, viele neue Charaktere, das kleine Tierchen, das du immer wieder schlüpfen lassen kannst. Sagt dir das was? Nee. Immer noch nicht. Dann machen wir, warte mal weiter, mal sehen, ob er drauf kommt. Füttern, Licht spielen, Krankenpflege, ja! Du kriegst einen brandneuen
unbenutzten Tamagotchi. Und jetzt frage ich in die Runde, wer kann von sich behaupten, dass er sowas noch hat? Immer schon geweigert, sowas zuzutun. Der Micha hat sowas, aber das ist auch schon ein bisschen größer. Der Micha spielt damit noch, genau. Ja. Nein, also ich finde es einfach, ich fand es einfach eine großartige Idee. Ich habe das Ding hier tatsächlich schon ein paar Jahre mit rumliegen. Das habe ich tatsächlich mal in irgendeiner Fernsehproduktion, wurde das mal gekauft und wurde nie benutzt. War also nicht im Fernsehen zu sehen. Vielleicht irgendwo als Deko, aber es war nie irgendwo vordergründig. Das war dann einfach über. Und wie das dann so ist, dann nimmt man halt mit, was man mitnehmen will. Und das lag schon im Müll. Und da habe ich gedacht, nee, komm. Also es ist auch von der Altersfreigabe her 8 Jahre plus. Also, ne, du kommst da... Rein, ja. Ja, du bist da knapp dran, also das, ich denke mal, nächstes Jahr darfst du es nutzen. Genau. Und so, und ja, wie gesagt, also mein lieber Christian, das geht jetzt definitiv, also vor Weihnachten werden wir es vielleicht nicht mehr schaffen, ich weiß es nicht, ich werde es versuchen. Ich gehe morgen dann, Montag direkt zur Post und versuche das dann aufzunehmen. Du bist mal so gut, schickst mir eine PN mit deiner Adresse. Alles klar. Und ja, ich schicke das dann raus. Dem Rest möchte ich sagen, die letzten Worte überlasse ich jetzt Stefan, weil, ganz großes Lob, weil so ein Scheißjob hätte ich mir niemals angetan. Von daher, Stefan, bitteschön. Also was heißt Scheißjob? Ich meine, wenn ich so gucke, ich glaube, veranschlagt waren so 3 Stunden. Für die Vorreihe. Haben wir es kurz vor 1, also, Das sagt eigentlich nur, dass du nicht rechnen kannst, aber ansonsten doch, super, rechnen, super Job. Rechnen kann ich schon, aber ein bisschen überzogen. Ja, ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Lutz schafft das auch immer, dass man immer zu spät dran ist. Dass das alles nicht pünktlich ist, von daher darf ich das auch. Definitiv. Nee, also eigentlich großen Dank, glaube ich, geht erstmal an Lutz natürlich. Nee, komm, doch, ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Moment, jetzt rede ich. Sehr gut, ich hatte... dass er überhaupt erstmal diese 5 Stunden das Ganze ausgehalten hat und dass er da doch mit seiner Erfahrung noch so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Dank natürlich auch an Danny fürs Bauen vom Mod, von den Skins. Auch wenn... Das würde ich jetzt nicht sagen. Jetzt nicht so der Hammer ist, es war seine Idee. Du wolltest ihn aber eigentlich rausnehmen wieder. Sag einfach wieder. Ja, aber das hat dann hinterher mit den Blocks doch ganz gut gepasst, von daher haben wir ihn dann doch drin gelassen. An Micha natürlich, ich glaube, der ist schon Pen. Ja. Der hat mit mir getestet. Da auch noch ein Dank. Und natürlich, ich glaube, den größten Dank an die Fahrer, dass wir alle da waren, bis auf eine Ausnahme. Die auch noch kompensiert wurde. Ich hatte ja dann prinzipiell noch in der Hinterhand jemanden, aber das hätte Lutz da nicht so gerne gesehen, von daher habe ich dann gesagt, gut. Gut, wir reden Deutsch, ne? Ich weiß gar nicht, versteht der Deutsch? Ist ja auch egal. Jedenfalls Martin Christensen jetzt vielleicht bei diesem Event zu haben, wäre dann doch nicht so. Nein, ich hatte ihn in Dänemark kennengelernt, also von daher, der hat erstmal wieder neutral bei mir, solange er nicht postet, das hat er mir versprochen, dass er das nicht mehr macht, ist alles gut. Ja, gut. Versprochen habe ich auch schon viel in meinem Leben. Und ansonsten, es war ein geiles Event, auch wenn ich überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt habe hier heute. Na hallo. Persönlich. Du warst doch nicht der Einzige. Also persönlich. Ach, fahrerisch meinst du. War das eine absolute Katastrophe hier heute. Jo. Naja, aber es ist ein Fun-Event gewesen und jeder hatte, denke ich mal, seinen Spaß gehabt. Und man muss echt mal Danke sagen auch an die Leute, die wo hier echt Mühe und Schweiß reingesteckt haben. Und ja. Das Schlimme war ja, es hat ja kaum Mühe und Schweiß reingesteckt, sondern es ging ja alles relativ zu. Natürlich weiß ich, wie ich es meine. Es ist einfach so geil, weißt du, wenn wir haben bisher Events organisiert mit 4, 6, 8 Wochen Vorlauf, mit ich weiß nicht was, und hier kommt einfach der Karnitz und sagt, ey, mach mal Race of Champions, ne? Und dann machen wir das. Und dann der Danny baut da 4 Autos zusammen oder 5 und dann funktioniert das. Cool. Geile Sache und hat super Spaß gemacht. War eine völlig neue Erfahrung.
man darf es nicht überstrapazieren, wie gesagt, aber hat super viel Spaß gemacht und ich sage wirklich nochmal an euch drei jetzt ganz besonders und natürlich an alle Fahrer herzlichen Dank. Also mehr bleibt nicht. Jo, danke auch an Jorge. War eine super Sache. Alles klar. Jungs, ich sage jetzt mal, ich mache jetzt mal den Stream aus. Der Stefan hat, glaube ich, noch Kopfweh. Ich weiß nicht, ob es schon wieder ein bisschen besser geworden ist. Nein. Hammergeile Sache. Das geht schon. Jungs, also, bis die Tage und ich sag mal, morgen sollte es eine Ankündigung geben. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig, ob ich es schaffe, aber irgendwas wird morgen auf der Webseite stehen. Ja? Heute. Heute Abend, ja. Ja, heute, ja, mittlerweile, genau. Genau. Alles klar. Also, bye bye und tschüss. Tschüss. Tschüss, Lutz.